Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Neverwinter. Was zum Henker ist das hier? Epische Belohnung absahnen. Tägliche Quests. Ja, ich weiß, aber ich kann auch keine täglichen Quests machen, weil ich noch nicht Level 10 bin. Irgendwie so, glaube ich. Ach, scheiße, ich habe immer noch diese Verletzung. Okay, wartet. Okay, willkommen zurück. Ich hatte ja immer noch diese Verletzung und dafür muss man irgendwie, damit man nicht wieder so ein Medikit draufgehen lassen muss. Medikit? Was heißt das? Also so eine Verbandstasche, Erste-Hilfe-Kit-Dingsbums. Da musste ich mich halt 5 Minuten ins Lagerfeuer stellen und das wollte ich jetzt nicht unbedingt alles aufnehmen. Das ist ja Blödsinn. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo waren wir stehen geblieben? Heiße Spur. Ja, scheint, als würde mich das schon dahin führen. Zoe Fargo treffen. Okay, dann machen wir das doch mal. Ich muss zugeben, ich habe jetzt natürlich eine etwas längere Pause gemacht und weiß dementsprechend gar nicht mehr, was ich zuletzt getan habe. Ich glaube, ich hatte diesen komischen Typen aus diesem Ratten Gedöns rausgeholt. Und ich glaube, jetzt weiß ich, wo sich dieser Obermotz von den Bösewichten hier aufhält. Muss ich die töten? Hexe. Ach, Nesher, genau, Nesher heißen die Viecher. Ich bin einfach mal so frei und tue das. Nein, 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 nein. Ah, da. Er hat mich gehabt. Aua. Ey, das tut doch weh. Ich kann mich nicht bewegen. Meiner! Finger weg! Das ist meiner. Warte mal, wie hebe ich das nochmal auf? F, ne? Und das hier auch. F. Okay, ich glaube, sie wollte nur helfen. Ist in Ordnung. Passt schon. Okay, da vorne ist Zoe Fargo. Anscheinend. Ziemlich brennendes Haus. Hallo? Die Rebellen sind überall. Nehmt euch vor Überfällen aus dem Hinterhalt in Acht. Zum Glück ist euch nichts passiert. Ihr habt den Näschern ordentlich eingeheizt. Gerne wäre ich dabei gewesen. Aber ich konnte das Versteck nicht aus den Augen lassen. Wie es aussieht, wissen sie inzwischen, dass wir ihnen auf der Spur sind. Das ist ungünstig. Die Krone, der Krone so nah. Die Näscher haben als Ablenkung ihr Versteck angezündet. Aber ich habe Karsow nicht herauskommen sehen. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Inneren. Und ich werde euch begleiten. Karsow hat auf meinen Kopf einen Preis ausgesetzt. Und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja gut, das kann ich mir denken. Wenn er sich noch da drin befindet, passt auf mich auf. Wenn er sich noch da drin befindet, ist er reichlich doof. Warum zündet man ein Haus an, in dem man sich noch drin befindet? Okay. Jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird das interessant. Okay, mal ganz kurz hier 160 Punkte heilen. Sehr schön. Und meine Daily-Dingsbums-Fähigkeit ist auch schon wieder aufgeladen. Das ist ziemlich. Ah! Oh, hi. Ich ziehe mich mal zurück. Ah, da kommen wir noch mehr. Oh Gott, der ist groß. Der ist groß. Der sieht aus, als könnte er ziemlich wehtun. Hallo? Zoe? Hallo? Hey, Hilfe! Bist du etwa... Dankeschön. Würdest du bitte... Danke. Okay, ganzen Stuff mal hier einsammeln. Kann es sein, dass die Rüstung, die ich gerade eingesammelt habe, besser ist als meine? Moment, I muss ich drücken. Was ist das hier? Empfohlen. Hartlederrüstung. Okay, dann lege ich die mal an. Das sieht auch definitiv besser aus als meine. Was haben wir hier? 20 Rüstung, 8 Verteidigung. Minus-Verteidigung. Bin ich mir nicht so sicher. Bin ich mir nicht sicher. Was haben wir hier? Maximal Trefferpunkte. Ich bleib erstmal hierbei. Hier geht's noch rein. Ich glaube, hier könnte ich sogar alle erwischen. Oh, Hexer, Hexer! Ah, ach, der hat gar nicht mich angegriffen. Sehr schön. Du hast ganz viele Pfeile im Kopf stecken. Au!
Ach, der ist schon tot. Okay. Ich lese mir nie durch, was ich da einsammle. Es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich das mal tun würde. Damit ich auch weiß, was ich hier... Ah, da hinten? Hallo? Ach, das ist wieder so ein Arkan. Diebstahlfähigkeit. Oh, toll. Oh, das ist für mich so ungewohnt, dass ich keine Diebstahlfähigkeit habe. Mann, das ist so... Das passt einfach nicht. Das gehört sich so nicht. Das ist voll komisch. Wir rennen ja einfach in dieses brennende Haus rein. Keinen interessiert's. Ich meine, keinen interessiert's, dass dieses Haus brennt, würde ich mal meinen. Wow. Hey, du bist gut. Darf ich dich behalten? Also, dass sie jetzt immer mit mir mitgeht, meine ich? Hier ist bestimmt was drin. Natürlich ist hier was drin. Religionspaket. Ach, puh. Gut, gut, gut. Am letzten Mal habe ich noch angesprochen, dass ich mich jetzt so ein bisschen auskenne mittlerweile. Da hinten ist noch so ein Arkan-Dingsbums. Ja. Und jetzt mittlerweile... Was ist das hier? Nesha-Symbol untersuchen. Konnte nicht durchgeführt werden. Warum nicht? Das Symbol der Nesha. Erinnerung an Neverwinters letzten und größten Lord. J für mehr Infos. Das Symbol der Nesha, not. Nesha Alagonda. Der für alle Zeiten größte Lord von Neverwinter hat sich im Kampf gegen einen Minotaurus einen Namen gemacht, obwohl er einen Nachteil hatte. Obwohl der Minotaurus größer und stärker war, war Nesha Alagonda dank seiner festen Entschlossenheit siegreich. Er erlegte das mächtige Biest mit einem Schwertstoß durch das Auge. Wir ehren ihn und wir wählen das Bildnis des erschlagenen Minotaurus als unser Symbol. Wir werden siegreich sein. Wir werden ein freies Neverwinter gestalten. Okay. Ja, ja. Es freut mich. Oh, hi, Überraschung. Hat euch wohl nicht so viel gebracht, dass ihr euch da hinter diesen komischen Dingern versteckt habt. Palim, palim. So, du auch noch? Hallo, möchtest du vielleicht mal... Dankeschön. Ja, jetzt bin ich schon fertig, danke. Beim Schwert. Was mir nichts bringt, weil ich keins brauche. So, nochmal eine Rüstung. Die ich wahrscheinlich aber noch nicht tragen kann, weil ich noch nicht das nötige Level habe. Ist egal. So. Hier ist was. Aufzeichnungen. Es scheint sich um eine Notiz mit Befehlen von Karsov zu handeln. Jacob. Ja, ich bin mir dessen bewusst, dass die Todesratten hinter dem Verschwinden von Gothwin stecken. Und nein, ich glaube definitiv nicht, dass es ein Zufall ist. Selbstverständlich sind sie hinter der Krone her. Aber sie sind ebenfalls unsere Verbündeten, soweit eine Bande Krimineller das sein kann. Öffentlich gegen sie vorzugehen würde uns weitaus mehr schaden, als es uns nützen würde. Wir würden nicht nur ihre Unterstützung bei unseren Schmuggeleien verlieren, sondern wir würden ebenfalls Neverambers Handlangern gegenüber ungeschützt dastehen. Es ist unser Problem wohl... Euch ist unser Problem wohl bewusst. Es wäre einfältig gewesen, anzunehmen, dass die Todesratten bei ihrem Angebot, sich mit uns zu verbünden, neben ihren eigenen Interessen noch etwas anderes im Sinn gehabt hätten. Aber leider stehen hierbei weitaus wichtigere Dinge auf dem Spiel als Gothwins Leben. Wenn die Nesha den Thron von Neverwinter ergreifen, haben wir unsere Rache. Aber zumindest heute müssen wir die Ratten am Leben lassen. Ja, ne? Dementsprechend hätte er tatsächlich seinen komischen kleinen Lakaien da den Ratten überlassen. Oh Gott, die sind beide sehr groß. Stirb, 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 du aus, stirb. Oh Gott, da sind ja noch viel mehr davon. Okay, wartet, 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 wartet. Uff, halalalala. Puh, das war knapp. Okay, okay, ich brauch definitiv Heilung. So, Waffe. Geld, Geld, Rüstung. Wieder Gewölbeerkunde-Paket. Habe ich das Ding immer noch? Oh nein! Das ist beschädigt worden und ich habe es nicht. Ja, gut, scheiße. Ist egal, kann ich nicht ändern, aber hier hinten, das kann ich erkunden, weil das ist meine Fähigkeit, glaube ich, ne? Heißt, ich krieg wieder... Achso, alles. Ja, gut. Passt.
Zoe, alles frisch? Frisch, fresh, 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 fresh. Ich kann zwischendurch gar nicht mit der reden, glaube ich. Ach, das ist Kasov. Wie Lauf, hallo? Warum kämpft er nicht selber gegen uns? Ein Hühne von Mann, aber legt sich nicht mit uns an, weißt du? Ach du Scheiße, zwei Bosse gleichzeitig. Oh nein, nein! Sie haben meine nein! Sie haben Zoe kaputt gemacht. Aua, mich auch. Ach die Scheiße. Oh nein, die ist auch noch Magierin. Wartet, wartet, wartet. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Nein, 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 nein. Okay, jetzt nur noch du. Telassa, irgendwie so. Dankeschön. Ach, da ist sie wieder. Ja. Okay. Da ist noch was. Ich will das einsammeln. Dankeschön. Und hier. Abenteuer-Rucksack. Heißt wahrscheinlich, dass ich jetzt mehr Gegenstände tragen kann. Kommt das ungefähr hin? Ja. Cool. Sehr schön, sehr schön. Hier habe ich wieder Schuhe. Nee, irgendwie sind die alle nicht besser als meine. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Und ich bin schon wieder bei knapp 10 Minuten. Wahrscheinlich etwas über 10 Minuten. Oh. Oh. Achso, das war sie. Ah, okay. Hallo, hallo. Die Krone so nah abgeschossen. Bei den neuen Höllen. Kasov ist entkommen. Aber dank eurer Informationen haben wir eine ziemlich gute Vorstellung davon, wohin er will. Und noch besser, er weiß nichts davon. Nein, da bin ich mir nicht so sicher. Er hat von dem letzten auch mitbekommen, ne? Also, hier. Seegrundstück. Wenn ihr euch Kasov schnappen wollt, müsst ihr euch die Nescher mit einem Ablenkungsmanöver vom Leib halten. Und ich weiß auch schon, wie wir das anstellen. Die Nescher haben Nachschub für ihre Rebellion über den See geschmuggelt. Und wenn ihr auf eurem Weg zu ihrem Hauptquartier einiges von diesem Nachschub in Flammen aufgehen lassen könntet, sollte sie das eine Weile beschäftigen. Mhm. Gut, dann werde ich das doch mal machen. Kasov wird sich zum Hauptquartier der Nescher flüchten, einem alten Warenhaus am Ufer des Sees. Goffmans Informationen bewahren sie dort auch die Krone auf. Wir haben es geschafft. Die Zeit ist reif, die Rebellion der Nescher ein für alle Mal zu beenden und uns die Krone zurückzuholen. Jawohl. Krieg ich einen Bogen für, wie geil. Holy shit, schaut euch den Schaden an. Plus 91k. Oh mein Gott, ich will den haben. Okay, jetzt muss ich aber erstmal gucken. Passt auf euch auf. Jetzt muss ich erst einmal schauen, dass ich auch die richtige Seegrundstücke habe. Die Nescher sind gut in Form heute. Ja, danke. Gleichfalls. So, erstmal zum Seegrundstück und Dinge in Flammen stecken. Wie auch immer ich das tun soll. Oh nein! Stirb, stirb. Danke für deine Hilfe, aber ich bin schon fertig. Ich bräuchte mal jemanden, bei dem ich meinen Stuff verkaufen kann. Da vorne komme ich ja sowieso an einem Händler vorbei, oder? War das nicht hier vorne? Hier ist doch auch ein Lagerfeuer. Das wäre wundervoll. Jawohl, hier ist ein Händler. Händler plus Lagerfeuer. Balim, balim. Schön. Einmal Äffen. So, das kann ich nicht gebrauchen. Das kann ich nicht gebrauchen. Zweihandwaffenkämpfer kann ich nicht gebrauchen. Vernichtender Hexenmeister nicht. Beschützender Kämpfer nicht. Weg damit. Glaubenskleriker, Hexenmeister. Das kann auch weg. Schützendes Amulett. Freundet. Tragbarer Altar. Erlaubt Spielern in der Nähe ihre Götter anzurufen. Entfernt Wiederbelebungsintoleranz von Spielern in der Nähe, die sich nicht in Kampf befinden. Hört sich zumindest irgendwie wichtig an. Plus 9 Kraft. Maximale Trefferpunkte sind mir aber lieber. Zerfledderte Tunika kann ich jetzt auch mal wegtun, dankeschön. Erholung, kritische Treffer sind mir eigentlich relativ, aber ich verkaufe es zumindest erstmal nicht. Das heißt, dass ich dann auch schließen. Ja, danke.
So. Das heißt, dass ich mich dann immer noch anders entscheiden kann. Und es eventuell doch benutzen kann. So, jetzt muss ich aber schauen. Wie gesagt, 15 Minuten habe ich schon wieder. Dass ich hier gleich eventuell mein Part beende. Sie haben ein neues Lager entdeckt. Der Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Black Lake Gassenkind, okay. Neverwinter Wache. Ach, bei dem muss ich hier... Kiste? Hallo? Kann ich mit dir quatschen? Oh, oh, Entschuldigung. Halt, stopp, stopp, stopp. Rückgängig machen. Weg. Nee, ich kann nicht mit dir quatschen. Sieht aus wie so ein Draw. Kann das sein? Ein Draw-Kind? Draw? 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 Keine Ahnung. Ich würde sagen, dann beende ich den Part aber erstmal an der Stelle und würde sagen, dass ich beim nächsten Mal dann mit dieser Quest anfange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich mal wieder ein bisschen was von Neverwinter zu sehen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch unten in die Videobeschreibung, weil, wie immer, wichtige Links und so. Und dann würde ich sagen, geht's mit dem nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao.